Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei M hoch 3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin. Wie Sie sehen, haben wir die Sendung grafisch etwas aufgehübscht. Der Dank dafür gilt unserem Mitstreiter Michael Wirdel. Folgende Themen haben wir diesmal unter anderem in der Sendung. Das Lebenshilfewerk hat sein neues Domizil in der Leipziger Straße eingeweiht. Stefan Müller stellt im Interview ausführlich sein neues Buch vor. Und zum Schluss machen wir einen historischen Ausflug in die Börde. Viel Spaß in den kommenden 45 Minuten. Das Lebenshilfewerk Magdeburg als gemeinnützige GmbH fördert und betreut Menschen mit Behinderungen. Und das in vielfältiger Hinsicht. Kürzlich konnte an der Leipziger Straße ein großes Objekt eingeweiht werden. Aber da es sich teilweise nur um einen Umzug aus der Edelweißpassage handelt, möchte Heike Wos das Wort groß gar nicht in den Mund nehmen. Wir haben keine große Eröffnung, wir haben nur einen ganz kleinen Teilbereich unserer Angebote hier heute eröffnet. Das ist die Textilpflege mit dem Werkstattladen, in dem Produkte für behinderte Menschen oder die von behinderten Menschen hergestellt werden, verkauft werden. Also hier ist unsere Textilreinigung, die wir ehemals in der Edelweißpassage haben, hier eingezogen. Natürlich haben unsere Gäste heute bei der Eröffnung gleich die Gelegenheit genutzt, sich das Areal hier anzusehen. Wir haben hier integriert mehrere Wohnungen, betreute Wohnungen, barrierefreie Wohnungen für behinderte Menschen. Wir haben hier eine Tagespflege für Senioren, an Demenz erkrankte Senioren, die sehr gut angenommen wird. Wir haben aber auch noch freie Plätze anzubieten. Wir stehen hier auf dem Balkon unseres wunderschönen Rajonhauses. Als Magdeburgerin bin ich sehr stolz, dass ich hier stehen darf und dass wir es auch, es war ein Kraftakt, geschafft haben, dieses Haus hier mit Unterstützung von Fördermitteln zu sanieren. Hier werden Angebote gemacht im Erdgeschoss, dass wir ein Catering anbieten. Das heißt, hier können Familienfeiern stattfinden, beziehungsweise werden wir das auch für Tagungen anbieten, wenn Firmen interessiert sind. Mit Versorgung bis zu 30 Personen finden hier Platz. Die behinderten Mitarbeiter der Werkstätten bewirtschaften das gern. Wir haben aber das Rajonhaus noch nicht offiziell eingeweiht und eröffnet. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt tun. Und ja, wir wissen, dass viele Magdeburger neugierig sind, hier reinzuschauen, die Tür aufzumachen. Wir werden Tage der offenen Türen anbieten. Wir werden auch mit den Stadtführern zusammenarbeiten, dass wir hier wirklich dieses Kleinod öffnen. Ansonsten haben wir hier auch noch eine große Werkstatt für behinderte Menschen, wo über 90 behinderte Menschen auch in der Wäscherei tätig sind und in der Elektromontage, Verpackung. Ja, das rundet so unser Angebot hier in der Leipziger Straße 8 ab. Wann wird der Catering-Service starten und gibt es den auch außer Haus? Ja, also außer Haus gibt es schon. Der Catering ist schon gestartet. Das läuft über die Werkstatt. Erfragen kann man das auch alles über den Werkstattladen, den Kontakt. Und das Rajonhaus öffnen wir ab offiziell, naja, sagen wir mal ab Mai, geht es dann mit offiziellen Veranstaltungen los. Wenn man die Räume mietet, ist der Catering-Service immer mit dabei. Weil uns das Haus so Herzblut gekostet hat, dass wir da natürlich auch immer als Gastgeber ein Auge drauf haben möchten. Ja. Was wird es in nächster Zeit noch geben? Man sieht ja, wenn man die Leipziger Straße runterfährt, da schon die Bauarbeiten an der Ecke Halberstädter. Ja, das ist unser nächstes Projekt, was wir stemmen wollen. Wir haben sehr viel Nachfragen, gerade von älter werdenden behinderten Menschen beziehungsweise von Eltern, die schon in die Jahre gekommen sind, wie sie ihre schon sehr erwachsenen Kinder mit Behinderung in der Zukunft auch im Alter betreut haben wollen. Und wir bauen dort eine Wohnanlage für behinderte Menschen, aber auch für Senioren. Also das ist einmal im Rahmen der Betreuung. Wir werden dort ein Wohnheim errichten, einen Ersatzbau und intensiv betreute Wohngruppen, aber auch Pflegeeinrichtungen. Ja. Wissen Sie schon, wann es fertig wird ungefähr? Das ist immer so eine Sache mit Fertigstellung. Das hängt ja von vielen, vielen Faktoren ab. Wir müssen noch über den Finanzierungsplan brüten, das muss ich so sagen. Es ist schwierig, also so eine Finanzierung, die ja sehr umfänglich ist, auf dem, ja wirklich abzurunden und auch sicher zu haben. Da sind wir derzeit dabei, das Konzept steht.
weitgehend. Wir wollen natürlich auch noch alle ins Boot haben. Die Stadt weiß Bescheid. Wir möchten das Land mit im Boot haben, das Sozialministerium, die entsprechenden Pflegekassen, das ist klar. Ich sage mal so, ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen, vielleicht 2016 kann man damit rechnen. Es wird für viele Magdeburger ein bisschen ungewohnt sein, wenn wir dann loslegen dort mit dem Bau. Es war schon ein großes Bedauern, dass der Park dort so ein bisschen brachgelegt wurde für viele. Wir haben gesagt, wir gucken, welche Bäume wirklich auch entsorgt werden müssen und auch die eben auch tot waren und die, wo man Hand anlegen musste, die auch krank waren. Wir haben uns schon nach unserem Bauvorhaben orientiert. Wir haben viele stehen lassen. Wir sind aber auch verpflichtet, und das machen wir auch gern, Ersatzbepflanzungen dann vorzunehmen. Wir wollen wieder eine grüne Oase da haben. Wir haben uns bei den Plänen auch orientiert an den alten Akten oder Plänen des Stadtarchivs. Das war ja mal bebaut mit einer Eckbebauung, mit einer großen Eckbebauung, so wie die gegenüberliegenden großen Mietshäuser oder auch der Justizpalast stehen. Also wir werden auch wieder, und wir haben auch die Bauauflage, wieder hochgeschossig zu bauen und die Flucht, die Straßenflucht im Prinzip zu vervollkommnen. Ja, das wird erstmal ungewohnt sein, aber ich denke, das gehört eben denn zum modernen Bauen dazu, dass man sich dann auch wieder mit neuen Ansichten vertraut macht. Wir versprechen, dass wir es sehr schön machen werden. Und wir werden natürlich auch andere Angebote mit in das Haus holen. Wir wollen es ja dann wieder auch öffnen, für die Öffentlichkeit aufmachen. Wir werden eine Physiotherapie dort unten mit integrieren, sodass das also auch wirklich genutzt wird von den Magdeburgern. Im November des Vorjahres waren wieder zwei Kaimane in das Tropenhaus der Gruson-Gewächshäuser eingezogen. Da die beiden Weibchen noch keine Namen hatten, riefen die Gewächshäuser die Besucher auf, Vorschläge zu unterbreiten. Kürzlich war die Taufe. Zu der Taufe in den Gruson-Gewächshäusern konnten Bürgermeister Rüdiger Koch, Gewächshausleiter Ludwig Martins, sowie Melanie Ockert und Oliver Schilling vom Förderverein auch die Namensgeber begrüßen. Den Namen Kaya hatten sich die Schüler der 6. Klasse der evangelischen Sekundarschule zusammen mit ihrer Lehrerin Anja Sattler ausgesucht. Für den Namen Manja hatte sich die Magdeburgerin Martina Pilz entschieden. Beide Vorschläge wurden von einer Jury der Gewächshäuser und des Fördervereins ausgewählt. Die Namensgeber konnten sich über eine kleine Überraschung in Form eines Plüschkaimans freuen. Gefreut hatten sich aber auch die neuen Besitzer der Kaimane, denn über 200 Namensvorschläge gingen ein, und zwar nicht nur aus Magdeburg und Umgebung, sondern zum Beispiel auch aus Düsseldorf, Hannover, Potsdam oder Leipzig. Vom Leiter der Gruson-Gewächshäuser ließen wir uns noch ein paar Einzelheiten erläutern, wie es zur Namenswahl kam. Wir haben eine Jury zusammengestellt, zwei Mitglieder aus dem Vorstand des Fördervereins und ich selbst als Vertreter der Gruson-Gewächshäuser. Wir hatten über 200 Namensvorschläge, aus denen wir auswählen mussten. Wir haben anhand der Gästebucheinträge, können wir ja so ungefähr sehen, woher unsere Besucher kommen. Und die allermeisten kommen schon aus Magdeburg und Umgebung. Und umso mehr hat es uns gefreut, dass es bei den Namensvorschlägen auch wirklich Vorschläge von Besuchern waren, die aus ganz Deutschland kamen. Die Schulklasse darf sich neben dem Plöschkeimann noch über eine Sonderführung durch die botanische Sammlung freuen. Wie ernährt sich so ein Kaiman eigentlich? Die Kaimane sind reine Fleischfresser, die kriegen hier in der Regel kleine Frostküken, die natürlich dann aufgetaut sind, aber jedenfalls keine lebenden Tiere mehr. Als wir mit dem Zoofachgeschäft in Verbindung traten, um das klarzumachen, dass die Kaimane hierher geschenkt werden, haben wir noch angenommen, dass es ein Pärchen ist, Männchen und Weibchen, weil sie unterschiedlich groß sind. Und die Männchen werden etwas größer, die werden 1,50 Meter lang, Weibchen nur 1,20 Meter. Erst beim Transport oder im Zusammenhang mit dem Transport hat ein Tierarzt nochmal das Geschlecht bestimmt, was nicht so ganz einfach ist. Da muss wirklich ein Fachmann drauf gucken und hat festgestellt, es sind doch zwei Mädchen. Die Kaimane werden normalerweise 20 bis 40 Jahre alt. Es wurde aber auch schon dokumentiert, beobachtet in Gefangenschaft, dass sie bis 60 Jahre alt werden können. Und nach Aussage von Dr. Martins vertragen sie sich auch gut mit den Sumpfschildkröten, auch wenn die den Kaimanen gerne mal das Futter stibitzen. Die sind übrigens ein Geschenk des bekannten Zoofachgeschäftes Terra und Aqua. Neben den Kaimanen, Schildkröten und Pfeilgiftfröschen gehören übrigens auch einige Meerschweinchen zu den tierischen Bewohnern der Gewächshäuser.
Gewitterneigung heißt das Theaterstück, das Schüler der 11. und 12. Klassen des Ökumenischen Domgymnasiums kürzlich aufführten. Ein brisantes Stück. Wir haben die Generalprobe besucht und mit Regisseur Knut Müller-Erike und dem Hauptdarsteller gesprochen. Knut, erzähl mal ganz kurz, wie bist du auf die Idee gekommen, mit den Schülern hier vom Ökumenischen Domgymnasium zusammenzuarbeiten? Wie ist das zustande gekommen? Aus Geldmangel. Ich brauche... Nein, Quatsch. Es ist so, dass ich natürlich durch meine Frau hier Kontakt hatte zu der Schule und schon vor 2 Jahren hier ein Musical gemacht habe, was Schüler selber geschrieben haben, auch die Musik dazu geschrieben haben. Und aus der Arbeit, die ein großer Erfolg wurde vor 2 Jahren, hat sich praktisch jetzt eine nächste Arbeit ergeben. Und so bin ich jetzt dem ÖDG eigentlich schon relativ fest verbandelt, sage ich mal. Wer hat das Stück eigentlich ausgesucht? Also ausgesucht letzten Endes das Stück habe ich. Die Thematik haben wir uns selber erarbeitet. Das ging schon vor einem Jahr los, die ganze Geschichte. Indem wir brisante Themen gesucht haben, über die man reden könnte, sind dann irgendwann, nachdem wir uns an vielen anderen Themen versucht haben, auf das Thema Amoklauf gekommen, was gar nicht erst auf große Resonanz stieß, wie bei uns nicht und so, warum bei uns, das ist nur in fernen Ländern und nein, und wir haben uns lange damit auseinandergesetzt und haben uns dann auf das Stück festgelegt, haben viele Dinge versucht, die Schüler haben versucht zu schreiben, ich habe versucht zu schreiben, also ein eigenes Stück zu schreiben, darüber zu dieser Thematik, wir haben jämmerlich versagt, muss ich wirklich sagen. Also nächster Gang ins Internet und dort gab es dann einen Menschen, der sich da auch mit Schülern und Jugendlichen schon ein Stück durften wir auch, ich sag mal, käuflich erwerben. Und dann habe ich angefangen, das Stück umzuschreiben, also für uns zurechtzuschreiben, weil es ist ein paar Jahre älter, man hat jetzt andere Sichtweisen, ja, für uns einen eigenen roten Faden zu finden für die Geschichte. Das sind für uns nur Bilder und Worte. Ja, das ist halt dann wieder so eines dieser Themen. Und wenn wir ehrlich sind, können wir im Grunde da eigentlich gar nichts machen. Selbst wenn wir die Gründe wüssten. Und selbst wenn, es betrifft ja auch nur eine verschwindend kleine Kinder. Ich hab Schuld euch, bleibt in eurer Zeit. Geh jetzt mal weiter hier zum Felix. Du bist ja, sagen wir mal, der Hauptdarsteller, du bist endlich die Person, um die sich alles ein bisschen dreht. Wie lange habt ihr eigentlich an dem Stück jetzt geübt? Also Proben direkt haben wir erst seit Dezember und dann eigentlich jede Woche so 90 Minuten. In Winterferien haben wir dann nochmal 3 Probentage gemacht und ja, das war es dann auch schon. Also so lange war es gar nicht. Was war eigentlich das Schwierigste an dem Stück? Ich meine, davon abgesehen, dass es sicherlich eine Rolle ist, mit der man sich nicht unbedingt identifizieren möchte. Ja, so schwierig fand ich das jetzt gar nicht. Also ich habe schon mal eine tragische Rolle gespielt und da war das Einfühlen gar nicht so schwer. Ich denke, man muss sich einfach bloß mit dem Text und mit der Situation befassen, dann geht das auch. Und sich so die Texte merken, weil ihr seid ja alles keine professionellen Schauspieler. Ich habe den Knut das vor Jahren auch schon mal gefragt, wie der sich einen riesen Text mal merkt. Wie habt ihr das gemacht? Das kam so beim Proben. Also wir haben ja immer mit Textbuch geprobt. Und dann kommt das mit der Zeit, dass man sich natürlich in die Szene einfindet und dann auch weiß, was man sagen muss. Das muss ja passen. Hey Leute, wisst ihr was? Der hat letztens in der Arbeit einfach mal ein leeres Blatt abgegeben. Also ich glaube, der Typ ist einfach zu doof, seine eigene Nachricht zu schreiben, oder? Ist hier noch Platz? Nein, hier ist voll. Nee, guck mal, siehst du doch. Naja, ich meine, wenn unsere Vera hier nicht mit ihrem fetten Hintern... Hey, was soll denn das? Hast du was gegen meinen Hintern? War nur Spaß. Ich stehe auf deinen Hintern. Ehrlich, zeig doch mal her. Ich glaube, ihr spinnt alle wirklich. Oh, Kumpel, komm mal, zieh ab. Ja, genau. 200 Meter in die Richtung. Und los. Junge, du stehst in der Sonne. Ich will mich bräunen. Mach die Fliege. Hey, ich habe doch noch eine Erdkunde bekommen. Die hast du mir nicht erzählt. Ja, hat mich auch gewundert. Du bist ja weiter als 4 Meter gesprungen. Habt ihr schon bestellt? Ja, Tore rückt dein aus. Aber ich glaube, die Olle kommt hier gleich nochmal. Mann, Popel, du bist ja immer noch da. Zieh ab, du Opfer! Vielleicht braucht der Typ ja mal was zwischen die Augen.
Es war klar, dass sie mich nicht dabei haben wollen. Und was kann ich schon gegen die Tussi Jenny? Und Sport das Tore aus, richtig? Ich meine, was habe ich denn da zu bieten? So nett von Shakespeare vielleicht. Kennst du welche? Das spielt doch jetzt auch keine Rolle. Und wer sagt überhaupt, dass ich gegen denen sitzen wollte? Na, da saßen ja nicht nur Jan, Tore und Jenny am Tisch. Ja, aber sie haben große Reden gesprochen. Und wer sagt schon ja, wenn die nein sagen? Ich zum Beispiel. Oder Saskia. Mir so besser ging's nicht. Lisa, war das übrigens mega peinlich. Ja, mir auch. Warum war dir das denn peinlich? Naja, kleine Preisfrage. Warum haben die sich alle gepisst vor Lachen? Weil der arme Lisa schlecht geworden ist und sich überleben musste? Oder weil der Olle Pope alles in seine Tasche gekriegt hat? Du klingst ganz schön verbittert, weißt du das? Ist ja auch okay. Muss bloß, ich habe noch einen Termin. Nachhilfe? Nachhilfe? Nee, wie kommst du da drauf? Ich gehe zu meinem Onkel, der hat eine Kartbahn. Schau doch mal. Kart? Cool, das würde ich auch gerne mal machen. Echt? Naja, also ich kann dich ja mal mitnehmen, wenn du willst. Mein Onkel hat bestimmt nichts dagegen. Und man hat ja heute gesehen, es funktioniert immer nicht alles so 100%. Da fällt mal Licht aus, da fällt der Ton aus. Ja. Wie kommt man da zurecht? Kriegt man da manchmal einen Schreck? Man fragt sich, wie geht's jetzt weiter? Naja, einen kleinen Schreck kriegt man schon. Aber man versucht das irgendwie zu kompensieren mit irgendwelchen Phrasen, die man dann noch mit reinwirft. Und dann findet sich da schon eine Lösung. Also es geht. Das Stück baut ja eine ziemliche Spannung auf, bis kurz vor mal kurz wieder runter, ja, so ein bisschen. Richtig. Und dann kommt nochmal so der richtige so Kniff zum Schluss. Trick. Genau. Nochmal die Leute in Ruhe wiegen und dann. Wie bist du mit deinen Amateurschauspielern zufrieden? Also das ist eben genau mein Punkt, den streiche ich sofort, das Wort, was du gerade gesagt hast mit dem Amateur. Wir haben, kann ja nicht sagen Profis. Nein, das ist richtig, du hast ja auch recht, aber den Unterschied mache ich dann eben nicht mehr. Sie werden auch genauso behandelt wie Profis und ich finde das, was sie hier leisten, nebenher, sie sind eigentlich hauptberuflich Schüler, stehen alle kurz vorm Abitur, haben eigentlich andere Dinge im Kopf, das Ding hier so zu stemmen, da ziehe ich echt den Hut davor. Ich ziehe auch von meinen Technikern den Hut, die das alles freiwillig machen und nebenbei, aber wenn das natürlich alles erst einen Tag vorher zusammenkommt, was zusammengehört eigentlich, ist es fast nicht machbar. Aber ihr wisst alle, Theater besteht aus Wunder und morgen wird das Wunder wieder passieren. Ich sage einfach, ja, das wird so. Das wollte ich auch sagen. Ich kann euch eigentlich nur wünschen. Also ich finde es eine tolle Sache, dass ihr da sowas macht. Und ich wünsche euch allen toi, toi, toi. Wer war schuld? Die mir die Jacke zerrissen haben. Die mich in den Dreck gedrückt haben. Die mich gemobbt haben. Die nur zugeschaut haben. Die mich Popel genannt haben. Die mich Opfer genannt haben. Oder etwa nur die überhaupt weggeschaut haben. Ich sage, alle waren schuld. Alle! Los, auf! Auf hier! Auf! Auf! Seit seinem Roman Tibor und ich ist nicht einmal ein Jahr vergangen, da legt Stefan Müller sein neues Werk vor, das gänzlich anders ist. Er, der zu Hause über eine mehr als ansehnliche Bibliothek verfügt, hat überlegt, warum man Bücher lieben muss. 111 Gründe hat er zusammengetragen. Stefan, 111 Gründe, Bücher zu lieben. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du die 111 zusammen hattest, die 111 Gründe? Ja, es hat schon einen guten Monat, würde ich sagen, Recherchearbeit gebraucht, um die zusammenzustellen. Hatte natürlich auch ein bisschen Hilfe aus dem Freundeskreis, Kollegen, die so ein bisschen mit zusammengetragen haben und dann stand das Gerüst. Das heißt also, ich hätte, wenn ich jetzt 111 Gründe für gebraucht hätte, um zu sagen, warum ich gerne filme, hätte ich bestimmt 2 Jahre gebraucht. Also ein Monat ist eigentlich doch. Da merkt man, dass du dich natürlich auch beruflich mit der Literatur ja doch ganz intensiv auch beschäftigst. Ja. Genau, ist ja mein Job. Und man steckt natürlich schon im Thema drin und hat so einige Gedanken natürlich schon vorher im Kopf und die trägt man dann einfach zusammen und dann klappt das. Also ich muss ja sagen, ich habe es mir gestern Abend mal zu Gemüte geführt, so nach dem Fernsehen, so ein bisschen ruhige Zeit war.
und habe natürlich in den 111 Gründen eine ganze Menge auch gefunden, wo ich mich selber wiedererkannt habe, wo ich sage, Mensch, das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich Bücher gerne lese, wenn ich Zeit habe. Leider reicht die Zeit immer ja nicht so dolle dazu. Aber zum Beispiel der ein Grund, der mir gleich auffiel, du hast gesagt, oder du schreibst darüber, wenn man in einer Buchhandlung an so einem langen Regal vorbeischaut, da findet man immer wieder Bücher, die stehen da immer. Anna Karenina zum Beispiel. Will man sich immer mal irgendwann zu Gemüte führen, hat man nie geschafft. Nach dem Motto, steht ja immer da, kann nichts passieren, gibt's immer. Mhm. Da gibt's ja doch scheinbar eine ganze Menge solcher Bücher. Wie kommt endlich dieser Effekt, dass man sagt, naja, nehmen wir uns mal vor und am Ende hat man es ja vielleicht nie gelesen, ja? Ja, aber das ist wahrscheinlich, weil diese Bücher so im kollektiven Gedächtnis drin sind. Man weiß, das sind Klassiker, die werden überall auf der Welt gelesen. Und sicherlich will man daran auch teilhaben irgendwie, dass man sagt, wenn man eben nur sagen kann, ich habe es mal gelesen. Und dann ist man wahrscheinlich doch ein bisschen verschreckt, weil Anna Karenina zum Beispiel natürlich wirklich so ein Wälzer ist, ja, und erfordert eben sehr viel Zeit und auch Interesse und sich damit zu beschäftigen. Und die hat man eben oft nicht. Oder scheut auch den großen Namen, dass man dann sagt, toi, oh Gott, kann ich das überhaupt, kann ich mir das zutrauen? Aber ich sage mal, man muss es einfach versuchen und man muss es ja auch nicht zu Ende lesen, wenn man es nicht schafft. Ja, aber da kann man natürlich auch nicht mitreden über den Schluss. Das ist auch so ein Punkt. Aber man kann ja auch den Schluss lesen. Also. Nee, das mache ich nie. Also ich lese auch nie den letzten Satz zuerst, dann ist ja die ganze Spannung weg. Ja, das stimmt, das würde ich auch nicht machen. Du hast ja auch die Frage in einer deiner Gründe drin, dass man sich im Zug gegenüber sitzt oder schaut und so fragt, was lesen Sie denn eigentlich Schönes? Kommt diese Frage nicht langsam aus der Mode in Zeiten von Smartphones? Man sieht ja nicht mehr so viele Leute lesen. Ja, das stimmt. Also früher ist mir das auch viel öfter passiert, auch in der Straßenbahn schon. Das ist heute relativ selten, dass man jemanden lesen sieht. Aber man kann sich auch überraschen lassen. Manchmal ist auch der Waggon voll und da lesen 10 im Buch. Und man denkt, ach, es geht also doch noch. Einen Grund fand ich auch ganz putzig, den habe ich auch sofort komplett durchgelesen, weil der war so interessant formuliert. Der schönste erste Satz, da gab es ja vor 1-2 Jahren diesen Wettbewerb. Alle Leser konnten da was einschicken und auch die Gründe benennen, warum sie nur gerade. Der kürzeste, also der von Günter Grass, der auch gewonnen hat. Mhm. Ilse Bild salzt nach. Also der ist so genial und kurz, ja. Der ist genialer als mancher lange Satz, der schon die halbe Geschichte vorwegnimmt. Mhm. Und hier weiß man ja nicht, wieso salzt die eigentlich nach? Was salzt sie nach? Genau, also das ist ja auch der Effekt, der mit diesem Wettbewerb auch hervorgerufen werden sollte. Die Leute sollten sagen, welcher Satz ist es denn, der dich sofort reinzieht und so neugierig macht auf das Buch, ohne zu wissen eigentlich, was passiert. Dass man den ersten Satz liest und denkt, Mensch, jetzt will ich auch wissen, was bedeutet das, wohin führt es mich? Und die Teilnehmer an diesem Wettbewerb, die sollten dann quasi auch erklären, warum sie den Satz so toll fanden und ob sich die Erwartungen auch erfüllt haben dann im Endeffekt. Das ist ja so, ich kann mich noch, sind in meiner Schulzeit Aufsätze waren totaler Graus für mich. Ich habe immer nie den Anfang gefunden. Da ist ja immer Einleitung, nicht wahr, und so weiter. Hast du Probleme, den ersten Satz zu finden? Nee, eigentlich nicht. Es ist aber so, ich muss sagen, gerade was so erste Sätze anbelangt, auch jetzt im Journalistischen, da ist das eigentlich relativ ähnlich, der fliegt mir zu. Und dann geht der Rest auch irgendwie. Ich muss sagen, geht mir ganz genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reportage oder jetzt einen Text für einen Beitrag schreibe. Der erste Satz, der fällt mir manchmal nachts ein, der fällt mir manchmal früh ein, da muss ich mir versuchen, dir zu merken. Genau. Man hat ja nicht immer was zum Schreiben da. Und dann nimmt man den und dann geht es eigentlich auch richtig fließend weiter. Mhm. Aber stimmt schon, der erste Satz ist mir so das Wichtigste. Bei den Nachrichten sowieso ist der erste Satz, der soll ja die Leute am Radio oder am Fernseher halten. Ja. Richtig. Das ist mir oft, wenn ich journalistisch unterwegs bin und auf einem Termin bin, da habe ich manchmal schon während des Gesprächs entwickelt sich schon der erste Satz, wie ich anfange. Stimmt. Den merke ich mir oder schreibe ihn mir noch mit ins Heft oder so oder auf den Zettel. Und dann kann ich mich auch ganz bequem an den Computer setzen und weiterschreiben. Quasi geht mir quasi ganz genauso. Naja, wir haben ja auch fast jetzt den gleichen Beruf. Genau. Was ich auch interessant fand, sagen wir mal, das heißt ja, Bücher zu lieben. Du sind ja, gibst ja nicht bloß Bücher, so wie wir sie hier, kannst du ruhig auch mal ins Bild halten, damit die Leute wissen, worüber wir eigentlich reden. Gibt es ja nicht bloß gedruckte Bücher, übrigens auch ein schöner Einwand, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, sagen wir mal, so ein Buch sich aus dem Regal zu ziehen, wenn es interessant aussieht, ja. Und ich finde, der Schutzumschlag, also der ist große Klasse geworden. Ja, wer hat sich denn den ausgedacht? Das hat der Verlag gemacht. Hat der Verlag, ja. Mhm. Also du verdammst, wollte ich sagen,
Ja, Hörbücher und auch E-Bücher nicht. Du hast sie sozusagen mit eingeschlossen. Genau. Aber ist das nicht so ein bisschen so ein Anachronismus? Also du schreibst ja auch nicht extra nicht 111 Gründe, gedruckte Bücher zu lieben, sondern Bücher generell. Aber irgendwie, gut, ich sehe das ein, wenn man jetzt zum Beispiel auch Keith Richards das Buch live liest, da tut ihr nach einer Viertelstunde der Arm weh, weil das Ding über 800 Seiten hat und richtig wiegt, ja. Aber ist nicht schöner, wenn man so ein gedrucktes Buch in der Hand hält? Also für mich als Traditionalist auf jeden Fall. Natürlich kommen ja auch die Bereiche E-Book und Hörbuch und so weiter vor, weil das einfach auch dazugehört. Also man kann sich ja, man kann ja nicht so tun, als ob es das auf dem Markt nicht gibt und als ob das auch kein großer Erfolg ist. Bei Hörbüchern ja manchmal auch künstlerisch sehr wertvoll gemacht genau, sein können. Genau, also wird ja auch beschrieben, es gibt ja auch Preise auch fürs beste Hörbuch, für sämtliche Sparten. Ja. Also man sollte sich dem nicht verschließen, aber man muss sich auch nicht zwingen, das zu mögen. Also ich bin, ich sage immer, ich bin Traditionalist. Genau. Ich mag einfach Bücher, wenn ich sie so in der Hand halten kann und blättern. Auch mal schnell mal reingucken kann, genau. Wo war das nochmal? Genau. Also ich mag einfach Blättern und Papier und dieses Riechen und Fühlen. Für mich, ich brauche das einfach. Also ein E-Book alleine, das würde mir nicht genügen. Ja, alle auch sehen gleich aus. Ja. Genau. Was mir auffiel, du hast Brigitte Reimann mit zwei Gründen, einmal sie als Person und einmal Franziska Linkerhand mit drin. Es gab ja auch die zwei Filme, die ihr Leben so dargestellt haben, eben mal der mit Martina Gedeck, der war ja große Klasse, und auch der letzte DEFA-Film, was ja letzte oder vorletzte, die Architekten damals, ja, der in Hoyerswerda da spielt. Liebst du sie besonders? Steht sie dir besonders nah mit ihrer ganzen Art und auch mit ihrer kämpferischen Art? Genau das ist es. Also bei der Auswahl der Gründe muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht so ganz persönlich werde, sondern auch eben objektiv bleibe, Gründe für die Allgemeinheit also, finde. Aber natürlich kommen dann auch so die eigenen Spezialitäten mit rein und da gehört Brigitte Reimann einfach dazu. Steht ja auch dein Name vorne drauf. Genau, steht ja auch mein Name vorne drauf. Und ich im Vorwort entschuldige ich mich ja auch ein bisschen, dass das auch zum Teil doch relativ persönlich wird. Aber Brigitte Reimann muss einfach dazugehören. Ich finde sie einfach als Frau und als Mensch und als Künstlerin großartig. Sie ist für mich eine große Inspiration, einfach aus ihrem Lebensgefühl heraus, dass sie so weiterträgt, auch in ihren Arbeiten. Und ich möchte natürlich auch so ein bisschen Werbung für sie machen, dass sie immer noch weiter so in unserem Gedächtnis bleibt und auch weiter gelesen wird. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du die Gedanken teilst, sie ist auch wichtig eigentlich für Leute, die sich für unsere Vergangenheit interessieren. Genau. Also meine, du bist ja einer, der ist schon mit der Kindheit noch in der DDR groß geworden, ich ja länger. Aber auch gerade so viel Zugereiste, sagen wir mal, die immer denken, sie wissen alles besser. Denke, sind das ganz wichtige Bücher, die sich ihre Tagebücher, ihre Briefe, genau, dass man da mal reinguckt. Denn auch jetzt angesichts dieser ganzen Diskussion, die um Roman Graf in Stendal gewesen ist jetzt, wo es um diese Vergangenheit geht, wo ich ohne nicht überall mitgehe, denke ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Siehst du auch so, ja? Das sehe ich auch so, gerade bei auch Brigitte Reimann, so eine glitzernde Gestalt ja auch ist im Kulturleben. Also sie war ja wirklich auch überzeugte Sozialistin und wollte auch diese DDR haben und hat aber, also gerade Ankunft im Alltag, ja, ist ja so eine Beschreibung, wie entwickelt sich die DDR-Wirtschaft, wie kann jeder dazu beitragen, und den Sozialismus aufzubauen und so weiter. Und im Laufe ihres Lebens merkt man ja, dass sie sich doch distanziert. Und dass man mehr zweifelt, ja. Genau, dass sie wirklich zweifelt, nicht an dem System eigentlich, sondern daran, wie es umgesetzt wird. Und dass es da eben Ecken und Kanten gibt, und sehr viele Ecken und Kanten, wie sie auch feststellt. In ihren Tagebüchern ist das nachzulesen und eben auch in Franziska Linkerhand, an dem sie ja 10 Jahre geschrieben hat und da ja auch eine ganze Entwicklung nachvollzogen hat. Was für mich auch neu war, das ist ja richtig dokumentarisch in diesen Punkten auch, was die Erstausgaben ihrer Werke betraf, wo alles, was gestrichen wurde und was dann später wieder zugefügt oder wieder vorgeholt wurde, das wusste ich zum Beispiel ja nicht. Also da denke ich, es sind ein paar interessante Fakten auch für Leser drin, die sich damit befassen. Ja. Genau, also in der DDR sollte es natürlich keine Abtreibung geben, da sollte es keine Selbstmorde geben, gerade in diesen in den neuen Wohngebieten mit dem Plattenbau, wo es eben wenig Kultur gab, wenig Abwechslung. Da ist man quasi nur zum Schlafen hingegangen zum Anfang. Und das sollte es eben einfach in der DDR nicht geben. Und deswegen sollte das auch keiner lesen dürfen. Und deswegen war es dann ausgestrichen.
Was hast du für neue Vorhaben eigentlich so? Das ist jetzt das zweite Buch bei Schwarzkopf und Schwarzkopf. Das andere ist mal gerade auch erst ein Jahr her. Du bist also scheinbar recht produktiv. Wie sieht's aus für die Zukunft? Also ich habe so 2-3 Projekte noch in petto, die ich gerne umsetzen würde. Mal sehen, ob das auch mit Schwarzkopf und Schwarzkopf klappt. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Hab da ein tolles Team, das da hinter mir steht und mich total unterstützt. Und ich bin da offen für alles, was da kommen mag. Dann danke ich dir, wünsche dir immer viele Einfälle und immer kein Krampf in der rechten Hand. Wobei du tippst ja auf den Rechner. Vielen Dank. Danke dir auch. 111 Gründe, Bücher zu lieben, eine Liebeserklärung an das Lesen, ist für 14,95 € im Handel zu haben. Mehr als 9000 professionelle Helfer haben im Juni 2013 in Magdeburg den Kampf gegen die Elbefluten unterstützt. Rund 11.000 freiwillige Helfer waren außerdem beim Sandsackfüllen, an den Deichen oder bei der Verpflegung der Einsatzkräfte tätig. Einige von ihnen erhielten kürzlich im Rathaus ihre verdienten Ehrungen. Ohne das herausragende Engagement der vielen professionellen und freiwilligen Helfer aus ganz Deutschland wäre Magdeburg im vergangenen Sommer vielleicht buchstäblich untergegangen, blickte Oberbürgermeister Lutz Trümper zurück. Die Welle der Hilfsbereitschaft sei größer als die Flutwelle der Elbe gewesen und habe gezeigt, dass die Menschen in Deutschland selbstlos zueinander stünden, wenn Gefahr drohe. Für die Landesregierung ergriff Verkehrsminister Thomas Wehbel das Wort. Wir haben diese Bilder ja heute noch vor Augen, die steigende Fluten und die vielen tausenden Menschen, die an den Ufern von Elbe, Saale und Mulde geholfen haben. Sie haben Sandsäcke aufgetürmt und sie haben geholfen, dass die Menschen größtenteils von diesem Wasser verschont geblieben sind. Der Minister und der OB übergaben neben Urkunden Fluthelfernadeln an die freiwilligen zivilen Helfer und Bandschnallen an die Vertreter von Feuerwehr, DRK, DLRG, THW, Wasserwacht, Maltesern und Johannitern. Für alle registrierten freiwilligen Helfer liegen Fluthelfernadeln und Urkunden in den Bürgerbüros bereit und können dort während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Einige Beiträge haben wir wieder zu einem kleinen Blog zusammengefügt. Es geht um die Trendpräsentation Heads, also Köpfe 2014, um den Mitmachparcours Klarsicht und um die Straßenbahn zum Herrenkrug, mit der wir beginnen wollen. Seit dem 8. März ist ein Stück Normalität ins Netz der Magdeburger Verkehrsbetriebe zurückgekehrt. Der Herrenkrug wird wieder regelmäßig von der Straßenbahnlinie 6 bedient, wenn auch mit Einschränkungen. Somit entfällt auch der Schienenersatzverkehr zwischen Messegelände und Herrenkrug. Da jedoch der eingleisige Streckenabschnitt zwischen Breitscheidstraße und der Endschleife immer noch flutgeschädigt ist, so ist beispielsweise die Signalsicherungsanlage noch nicht in Betrieb, kann zum Herrenkrug vorerst nur jede zweite Bahn fahren. Damit kann ein 20-Minuten-Takt, samstags alle 15 Minuten, angeboten werden. Zwischen Diesdorf und der Schleife am Messegelände wird weiterhin ein normaler 10-Minuten-Takt gefahren. Nur die Signalanlage ist noch nicht wieder vollständig in Betrieb, deswegen ist die Durchlassfähigkeit der Strecke geringer als üblich. Die Fahrer müssen so deshalb mittels sogenannten Stabfahren die Sicherung des eingleisigen Abschnitts gewähren und jede Weiche per Hand stellen. Das Modeteam der Haarformer Vereinigung Magdeburg proklamierte vor kurzem im Ramada Hotel unter dem Titel Heads 2014 die neuesten Trends der aktuellen Frühjahrs- und Sommermode für dieses Jahr. Seit der Gründung des Haarformer Verbands im Jahre 1991 in Magdeburg werden dem Fachpublikum und den modisch interessierten Kunden und vor allem Kundinnen der Salons jährlich die neuesten Trends, Moderichtungen, Tipps und Anregungen in Sachen Frisurenmode und Kosmetik präsentiert. Unter dem Dach der Handwerkskammer Magdeburg und mit der Schweizer Haarkosmetikfirma Glint als Partner, die neben den Magdeburgern auch Models stellte, legten sich die Stylisten und Haarformer-Modeteams ins Zeug. Interessant dabei, dass der 80er-Jahre-Trend eine fröhliche Wiederkehr feiert. Der Bob- oder Pagenkopf ist wieder mehr im Kommen wie kurze Frisuren generell. Sie sind aktuell eher kompakt geschnitten und haben stumpfe Konturen. Rot- und Brauntöne dominieren auch nach dem Motto weniger ist mehr, was heißt, dass Strähnchen dezent verwendet werden. Asymmetrische Frisuren sind angesagt bei Frauen wie bei Männern. Man sieht seitliche Strähnen in Verbindung mit Scheiteln, freigelegt oder unten drunter frisiert.
Auch der Pony ist ein wichtiges Detail. Die kurzen Haare über der Stirn lassen sich variieren und können fransig, aber auch asymmetrisch frisiert werden. Allgemein gilt, die Trendfrisuren für 2014 sind vor allem eins: vielseitig, lässig, elegant oder romantisch verspielt. Natürlichkeit ist Trumpf, was im Übrigen genauso beim Schminken zutrifft. Der Mitmachparcours Klarsicht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert mit Fakten und Spielen Jugendliche zu den Themen Alkohol und Tabak. Dieser Tage gastierte der Parcours auf Initiative des KJH Heizhaus in der Aula der IGS Willy Brandt in Magdeburg. Wer den Durchblick hat, ist cool. Dennoch trüben ca. ein Drittel der 16- bis 17-Jährigen einmal im Monat ihren Blick und trinken sich in einen Rausch. Und 12% der 12- bis 17-Jährigen vernebeln sich mit Zigaretten die Sicht. Doch mit erhobenem Zeigefinger und klugen Belehrung ist niemandem geholfen. Daher die Grundidee des Mitmach-Parcours Klarsicht: Jugendliche und junge Erwachsene brauchen altersgerechte Präventionsangebote. In Rollenspielen, Diskussionen und mit eigenen Fragen sollen sie sich mit den Themen Alkohol und Tabak auseinandersetzen. Zum Schluss haben wir wieder einen kleinen historischen Leckerbissen für Sie. Begleiten Sie uns auf einen kleinen Ausflug mit der Bahn in die Börde vor rund 50 Jahren. Film ab! Thank you.
war unsere März-Ausgabe, die erste im neuen Look. Wir hoffen, er gefällt Ihnen. Die nächste Sendung können Sie am 28. April sehen. Bis dahin genießen Sie den Frühling. Auf Wiedersehen.